Das Sondermunitionslager Kellinghusen war ein Depot für taktische Kernwaffen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, etwa 3 Kilometer nordwestlich der Stadt Kellinghusen im Kreis Steinburg. Im Rahmen der nuklearen Teilhabe sollten die amerikanischen nuklearen Gefechtswaffen durch deutsche Trägersysteme eingesetzt werden. Gelagert wurden Artilleriegeschosse für 203 mm und 155 mm Haubitzen. Verbände, für die die Kernwaffen vorgesehen waren, waren die Divisionsartillerie der 6. Panzergrenadierdivision sowie die Brigade Artillerieverbände Panzerartilleriebataillon 165, Panzerartilleriebataillon 177 und das Panzerartilleriebataillon 185. Die amerikanischen Einheiten zur Bewachung des Inneren Rings waren das 13. US Army Field Artillery Detachment von 1961 bis 1992, die 552. US Army Artillerie Group bis 1966 und die 294. US Army Artillerie Group ab Juni 1966. Der äußere Ring wurde durch die Begleitbatterie 6 gesichert. Die US-Soldaten zogen Ende 1991 ab. Das Gelände dient seit der Aufgabe des Lagers als Naherholungsgebiet und ist frei zugänglich. Die noch vorhandenen Gebäude sind entkernt, offen und ebenfalls zugänglich. Sie sind aber durch Vandalismus zum Teil stark beschädigt. Ein intaktes Tunnelsystem verbindet einzelne Gebäude und Stellungen. Seit Frühjahr 2021 befindet sich die Anlage im Rückbau. Der Turm und das dazugehörige Gebäude wurde bereits abgerissen. Verblieben sind nur noch einige Bunkerrückstände.